Herzlich willkommen zur letzten Folge unserer zwölfteiligen Serie Die größten Fehler im Marketing bei deiner Webseite. Heute wieder dabei ist Christoph Schwinghammer, Geschäftsführer und Spezialist bei der Digitalagentur 360 Karat. Er selbst ist dort tätig als Marketing- und Verkaufsarchitekt und hat schon angekündigt, was heute das Thema sein wird, nämlich fehlende Konsequenz. Und wenn wir mal ins Wörterbuch schauen, dann steht ja Konsequenz für consequi, kommt aus dem Lateinischen, für übersetzt ins Deutsche als folgerichtiges Handeln. Was bedeutet denn das ganz genau als Fehler im Marketing? Ja, beim Marketing ist es ja so, dass du zu Beginn in der Phase der Inszenierung auch schon mal definiert hast, wie deine Farbe aussehen soll für dein Unternehmen, wie der Text aussehen soll, also welche Textart du nutzt und auch welche Bilder du nutzen sollst für die verschiedenen Aktionen, die du geplant hast. Und da ist die Herausforderung, überall gleich zu sein. Das heißt, überall konsequent die gleiche Schrift zu benutzen, die gleiche Farbe zu benutzen und auch die gleichen oder ähnlichen Bilder zumindest zu benutzen. Wenn du es nicht machst, wird der Kunde verwirrt. Er kann nicht herausfinden, ob dieser Flyer jetzt von der X-Group ist oder dieser Flyer von der 360 Karat, weil es nicht überall gleich aussieht. Mhm. Und das ist halt die Herausforderung, dass die Personen, die den Flyer in der Hand halten, einen Wiedererkennungswert sehen und bemerken, ah, das sieht so wie von der X-Group aus zum Beispiel. Den Fehler habe ich tatsächlich am Anfang auch gemacht, dass ich eine Visitenkarte hatte, die sah aus wie Unternehmen A. Dann hatte ich eine Webseite, die sah schon ein bisschen anders aus. Dann gab es vielleicht noch ein Prospekt oder noch ein Flyer, dann noch einen Gutschein. Ja. Dann gab es dann eine Signatur, dann gab es den Facebook-Auftritt und alles nebeneinander gelegt, sah dann aus wie 10 verschiedene Firmen. Ja. Und konsequentes Handeln meint jetzt damit, so aus der Richtung Corporate Design, dass alles identisch ist und auch alles identisch publiziert wird. Genau, also das bedeutet es aber jetzt auch nicht nur beim Design. Jetzt stell dir einfach mal vor, du gehst in ein Beratungsgespräch rein und dann werden auf einmal Argumente angeführt, die du so gar nicht kennst, weil auf der Website was anderes stand. Mhm. Genauso bist du dann auf der Website, siehst, hier gibt es Leistung A, B und C, hast dann auf einmal einen Flyer in der Hand, da gibt es dann Leistung D, E und F und dann fragst du dich, was ist denn das jetzt? Was wird mir denn hier überhaupt angeboten? Ich verstehe es nicht. Und für den Kunde ist es halt schwierig, das zu verstehen. Und was er nicht versteht, will er nicht. Und deswegen muss es sehr, sehr eindeutig sein. Es muss klar sein, für was du stehst und auch welche Farben genutzt werden, welche Schriften, damit man weiß, dass die Visitenkarte, der Flyer, die Webseite von dieser einen Firma ist. Das bedeutet also, dass der Marketing- und Verkaufsarchitekt, also deine Aufgabe, es ja nicht nur ist, alles zu erstellen und zielgruppenorientiert abzubilden, die Kosten letztendlich zu ermitteln, sondern auch dann darüber hinaus in der Folge, in der Zukunft sicherzustellen, dass es gleichartig, also konsequent auch abgebildet wird, die Kampagnen, die Druckerzeugnisse oder auch die Content-Bausteine. Ist das so richtig? Genau, also das, wenn jetzt ein neues Druckerzeugnis erstellt wird, dass er dann die Person ist, die den Finger hebt und sagt, Achtung, das stimmt was nicht. Bitte nur mal drauf achten, ob die Textart stimmt oder ob die Farbe stimmt oder ob auch genau das Richtige kommuniziert wird. Also es ist so eine Art Kontrolle, die aber notwendig ist, damit das Unternehmen wiedererkannt wird und nur so Erfolg generieren kann. Und das machen ja viele Gründer am Anfang falsch. Ich spreche da wieder aus meiner eigenen Erfahrung. Die beispielsweise Visitenkarte wird online bei Vistaprint gemacht und dann um die Ecke bei Flyeralarm, dann der Prospekt und hier der Gutschein und die Webseite wird aus dem Baukasten heraus mit fertigen Templates, mit heruntergeladenen Fotos gemacht, die der Mitbewerber auch zufälligerweise hat. Also so wird alles zusammengebastelt, was dann völlig unterschiedlich aussieht und nicht konsequent ist. Was ist denn die Konsequenz, der fehlenden Konsequenz für den Kunden? Die Konsequenz für den Kunden ist, dass er total verwirrt ist. Er erkennt das Unternehmen nicht wieder. Das heißt, wenn er eine Visitenkarte hat oder einmal den Flyer, das gehört für ihn gar nicht zusammen. Du verlierst an Bekanntheit, du verlierst an Umsatz dadurch, weil der Kunde dich überhaupt nicht mehr kennt. Dann sieht er den einen Daniel Schäfer, dann sieht er den anderen Daniel Schäfer, weil auf der Webseite sieht er so aus und auf dem Flyer sieht er so aus. Also wenn das nicht passt, kann der Kunde das nicht zusammenfügen, auch nicht unterbewusst. Und dann verlierst du ihn einfach, weil er dann dich nicht zuordnen kann. Stell mir das dann krass vor, wenn man dann sich die Mühe macht, Vorträge zu halten, auf Netzwerkveranstaltungen geht, seine Visitenkarte verteilt und die Leute nehmen die Visitenkarte, gehen nach Hause und wollen dann ein googeln und erkennen dann eine ganz andere Webseite, die dann nicht übereinstimmt. Das wäre ja dann in dem Moment ja die Vernichtung des eigenen Akquiseerfolgs. Ja. Genau, das hat auch was mit Professionalität zu tun. Einfach wenn das alles nicht in einem Guss ist, ist es halt wirklich schwierig für den Kunden auch dir vertrauen zu können. Wenn du einmal, sage ich mal, eine rote Schrift hast, einmal eine schwarze Schrift hat, das verwirrt den Kunden, das baut kein Vertrauen auf, sondern eher Misstrauen, wenn das schon so unprofessionell aussieht, wie sieht dann die Arbeit aus, die er für mich macht und dann geht das ganze Kopfkino in den Augen los.
es kommen Stimmen, die dir sagen, mach es lieber nicht, dann ist es schon vorbei, du hast ihn als Kunde verloren. Deswegen ist es so enorm wichtig, da einen Fokus drauf zu setzen, dass du in deiner Außendarstellung konsequent bist. Also lieber Zuschauer, es heißt bei Marketing nicht nur kreativ und strategisch zu sein, sondern auch konsequent und in gewisser Art und Weise innerhalb von Richtlinien auch gleichförmig. Und das alles vergessen natürlich viele Unternehmer. Da kannst du selbst gucken, was bei dir im Umkreis so am Markt ist oder die Webseiten, die du vielleicht empfohlen bekommst über Visitenkarten. Da wirst du viele dieser Fehler entdecken. Damit dir diese Fehler aber nicht passieren, lade ich dich jetzt gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch direkt. Unter dem Video findest du einen Link zu einer Webseite, zu einer Landingpage. Dort kannst du dich eintragen und einen Termin buchen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir nochmal bedanken, lieber Christoph, für die 12 wichtigen Teile und dass du auch den Content, die Ratgeber zur Verfügung stellst. Und ich wünsche dir persönlich mit der Agentur 360 Grad viel Erfolg und dir wünsche ich ebenfalls viel Erfolg dabei, deine eigene Webpräsenz noch zielführender, lukrativer aufzustellen, sodass du den Umsatz tatsächlich auch kreierst übers Internet, den du brauchst, um davon gut leben zu können. In diesem Sinne, buche jetzt abschließend den Kanal, falls du es nicht gemacht hast. Gerne das Video liken, die Glocke betätigen und wir sehen uns wieder bei einer der nächsten Folgen oder Serien. Dein Daniel Schäfer und Christoph Schwinghammer.